Hallo bei Nola Outdoor. Heute möchte ich euch den Kaiser-Friedrich-Weg bei Annweiler zeigen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir bitte ein Like da. Und für mehr Outdoor-Aktivitäten abonniere meinen Kanal. Viel Spaß! Geparkt haben wir unser Auto auf dem Parkplatz Gotthold in Annweiler in der Zweibrückerstraße. Dann gingen wir über die Elisabethenstraße und den Turnerweg zum Pfälzer Weinsteig. Der Weg geht leicht, aber stetig bergauf. Für unsere Kinder wohl zu wenig, weil sie eine Abkürzung genommen haben, die etwas steiler ist. Und schon sind wir am Turnerheim angekommen und gehen links hoch weiter Richtung Krabbenfels. Schmale und abenteuerliche Wege, da hatten unsere Kinder ihren Spaß. Das nächste Etappenziel ist der Krabbenfels mit einem wunderschönen Panoramablick über Annweiler und die Reichsburg Trifels. Da leider die Jungfalshütte aufgrund Corona geschlossen waren, haben wir unsere Rast in der Schutzhütte gegenüber der Hulderquelle gemacht. Hier ist die Jungfalshütte, ein gern besuchtes Ausflugsziel. Dort aus hat man einen fantastischen Blick über die Pfälzer Berge.
Ab jetzt geht es wieder bergab Richtung Annweiler. Unsere Kiddies hatten ihren Spaß dabei. Mein Fazit zu dieser Wanderung: zu jeder Jahreszeit im Pfälzerwald immer wieder ein Erlebnis, solche Wege zu gehen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Und wenn ihr Lust habt auf mehr, abonniert meinen Kanal.